Hallo ihr Lieben, hier ist Claudia von MeTime Kreativ und ich möchte heute mal mit euch etwas mit dem neuen Designpapier von Faltkarten basteln. Ein kleines Kärtchen. Das Designpapier zeige ich im Detail auch in dem Faltkarten-Haul auf meinem Kanal. Das verlinke ich euch mal unten, dann können wir alle Seiten nochmal durchschauen. Aber heute soll es wirklich ums Basteln gehen. Und zwar möchte ich mit euch eine Karte in der Bouquet-Technik basteln. Ich habe mir dafür schon mal ein Stückchen ausgestanzt von dem Designpapier. Und das hat halt hier so eine ganz tolle Aquarelloptik. Und das kann man super weiterverarbeiten. Den Rand habe ich hinbekommen mit einer Stanze. Und zwar ist es diese hier aus diesem Set mit ganz vielen Rechtecken von Carlein Design. Für die Bouquet-Technik habe ich mir vor langer Zeit schon mal so eine eigene Schablone vorbereitet. Da habe ich mir verschiedene Herzen ausgestanzt in verschiedenen Größen und zwar aus Acetat. Das könnt ihr auch aus Papier machen, aber Acetat hat den charmanten Vorteil, das kann man immer wieder benutzen, abwischen und fertig. Und ja, damit arbeiten wir heute. Ich habe mir außerdem noch ein paar Post-its zurechtgelegt, damit ich immer nur ein Herz treffe, kann ich da eben ein bisschen mit maskieren. Und wir arbeiten mit Distress-Oxiden heute. Die klassische Bouquet-Technik funktioniert ja mit weißer Farbe. Ich habe mir jetzt passend zum Designpapier eben die Farbtöne One Lipstick und Seedless Preserves ausgesucht. Und damit werden wir brushen und somit den Hintergrund noch etwas verschönern. Dafür lege ich mir einfach meine Schablone, so wie ich sie gerade haben möchte, hier auf. Ich starte mal mit einem relativ großen Herz hier in der Mitte und kann eben dann auch sagen, wenn ich sage, oh, das ist mir hier ein bisschen zu heikel, dass ich über die Ränder komme oder so, dann maskiere ich mir das einfach noch ein bisschen und kann so das Ganze dann noch machen. Ich nehme mir mal meine Unterlage dazu. Ihr könnt auch einfach ein Papier dazu nehmen. Ich habe hier meine Dauerabbackfolie ja immer und gehe jetzt hier rein, tupfe das Ganze auch ein bisschen ab und gehe da ganz leicht und sanft über das eine Herzchen drüber. Bleib jetzt auch erstmal bei dem Seedless Preserves, dann brauche ich nicht so oft die Stanze sauber machen und mach mir hier halt, dreh mir das Herz auch mal, mach mir hier halt verschiedene Herzchen drauf. Dann gehe ich zum nächsten Herz und mache nochmal eine andere Größe. Arbeite dabei auch bewusst über den Rand hinaus. Und wische halt ganz leicht hier drüber, dass es so ein bisschen auch noch das Designpapier natürlich durchscheint. Und arbeite mich so übers Blatt. Die können sich auch gegenseitig mal überlappen. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. So, dann mache ich mir die Schablone einmal ganz normal mit Wasser sauber. Und dann gehe ich mit der anderen Farbe da rein. Und mache mir eben auch meine Herzen in Rosa rein. Auch hier, da darf es sich erst recht auch überlappen. Wie gesagt, der Farbton heißt One Lipstick. Ihr könnt euch natürlich die Schablone auch wie bei jedem Mal fixieren. Da bin ich aber ehrlich gesagt ein bisschen zu faul für. Deswegen halte ich die fest.
und bringe die im Zweifel nochmal in Position, wenn sie mir einmal abhaut. Und arbeite mich hier jetzt auch einmal über die Karte. Reicht mir schon. Das darf jetzt einen Moment lang trocknen. So, ich möchte den Wasserfarbeffekt noch ein bisschen hervorheben und dafür nehme ich mir einfach von der Farbe, die ich mir hier an der Seite abgetupft habe, ein bisschen was mit einem Wassertankpinsel auf und splinter das hier einfach noch mal drüber. Mach mir also ein paar Kleckse. Einmal hier von dem Seedless Preserves. Streich mir den Pinsel zwischendurch einmal aus. Und gehe dann nochmal hier in das Worn Lipstick auch rein. Und mache mir da auch ein paar Spritzer drauf. So. Solange das trocknet, widmen wir uns schon mal dem Spruch, was wird da besser passen als das schöne Herzensmensch aus dem gleichnamigen Stempelset, was übrigens hier ne? durch mich designt wurde. Da bin ich immer noch sehr stolz drauf, auch wenn es das jetzt schon länger gibt, aber man ist da immer noch mal stolz drauf. Und zwar möchte ich den embossen. Ich habe mir als Grundkartenfarbe ausgesucht das Violett von Faltkarten. Die habe ich mir schon mal vorbereitet und da möchte ich eben auch den Spruch drauf stempeln auf die gleiche Farbe und habe mir das auch schon hier in meiner Stempelhilfe arrangiert. Gehe da mit meinem antistatischen Tool drüber und mit meinem Versamark färbe ich mir dann den Stempel gut ein. Und stempel einmal ab. Ja, das ist gut geworden. Und ich möchte das Ganze in Silber embossen. Nehme ich mir ein Stück ganz normales Papier und gebe mein Embossingpulver drüber. Und dann wird das Ganze einmal geföhnt. Das Herzensmensch, das schneide ich mir jetzt einmal mit meiner Schere rundherum aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Herzensmensch ist ausgeschnitten. Das hier habe ich auch noch mal ein bisschen trocken geföhnt. Und dann können wir auch ans Zusammensetzen schon gehen. Wie gesagt, heute gibt es eine ganz schnelle Karte. Ich habe mir hier noch so ein paar Herzen ausgestanzt. Die kommen auch aus einem Set von Carline Design. Das ist dieses. Da haben wir einmal einen Rahmen und so eine große Herzstanzform, aber auch ein paar kleinere. Und die kleineren habe ich eben ausgestanzt. Da habe ich weißen Cardstock komplett mit Versamark eingefärbt und in Silber embossed und dann gestanzt. Und dann hat man selbstgemachte Embellishments. Ja, auch nicht schlecht. Und jo. Das Ganze möchte ich jetzt einfach erhöht auf die Grundkarte aufbringen. Da es sich jetzt durch das Föhnen noch ein bisschen gewellt hat, gehe ich da mit meinem Klebeband auch großflächig drüber.
So, und zum Ausrichten mache ich es immer so, dass ich immer erst eine Bahn abziehe. So. Und das dann quasi schön gerade ausrichte. Und dann festdrücke und dann die anderen beiden Schutzstreifen auch mit abziehe. Irgendwie will mein Klebeband heute nicht so wie ich. Und dann drücke ich es fest. Was mir hier bei der Karte jetzt noch ganz gut gefallen würde, ist, wenn ich die Ecken abrunde. Das machen wir mal einmal. Und dann bringe ich mir die Embellishments und den Spruch auf und arrangiere mir das mal einmal, wie ich das gerne haben möchte. So reicht mir das schon. Ich werde nachher auch noch ein paar Nuvo Drops drauf machen. Dann ist es mir auch genug Deko. So, als erstes bringen wir mal das Herzensmensch an. Das klebe ich flach auf heute mal. Das könnte man auch erhöht aufkleben. Oh. Bringe ich das hier mittig an, einigermaßen. Und drücke es fest. Und halte es auch noch mal eine Weile lang gedrückt, gerade auch so an den Ecken. Und kann dann eben auch noch meine Embellishments einmal anbringen. Mache ich auch mit Flüssigkleber. Ich hätte mir natürlich jetzt auch das Papier einfach schon mal mit doppelseitigem Klebeband präparieren können. Müsste ich jetzt nicht so mit dem Kleber hier rumasen. Aber das geht auch so bei so ein paar kleinen Teilen. Bin immer noch ein bisschen erkältet. Die will auch nicht weggehen, die Erkältung. Naja. Ist halt jetzt Herbst, ne? Da müssen wir uns jetzt wieder dran gewöhnen.
So, der Spruch, die Herzchen sind drauf. Alles nochmal gut festdrücken. Jetzt nehme ich hier noch einmal die silbernen Woodrops und setze mir da noch hier diagonal ein paar dazwischen, wo es mir gefällt. Eben erst einmal auf einem Schmierding ausprobieren, nicht dass da noch Luft drin ist. Und dann kann ich mir hier schöne Drops dazwischen setzen. Wo es mir eben gefällt. Und dann ist mein Kärtchen auch fertig. Der Hintergrund, wie gesagt, mit Designpapier und in der Bouquet-Technik ein bisschen noch verschönert. Und dann eben mit ein bisschen silbernen Akzenten gearbeitet hier vorne. Und ja, ich verlinke euch natürlich alle Produkte wie gewohnt unten, die ich verwendet habe. Und freue mich, wenn ihr mir beim nächsten Mal wieder zuschaut und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne kreative Zeit. Tschüssi!